Servus, liebe Freunde der gepflegten Wothan-Unterhaltung, ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes, heute fahren wir mal die wohl schlechtesten Panzer im ganzen Spiel. Zu finden sind sie bei den Franzosen im Baum auf Battle Rating 1.0. Ganz vorne mit dabei ist der FCM 36 durch seinen komischen pyramidenartigen Aufbau. Aber mit dazu gehört noch der H35 und auch der AMC-34YR. Warum? Es ist hauptsächlich wegen ihrer Kanonen. Der H35 und der FCM 36 haben beide die gleiche Kanone, nämlich die 37mm SA-18 in der Kaliberlänge L21, alle beide. Und sie haben auch die gleiche Munition, nämlich sie haben nur die MLE 1937, also nur die APCR, mit, haltet euch fest, unfassbaren 33 mm Durchschlag auf 100 Meter. Und wir wissen ja, bei der APCR, ne, sobald ein Gegner auch nur ganz leicht angewinkelt ist, kann man das Ding schon wieder vergessen. Wie gesagt, gleiches gilt auch für den FCM 36, gleiche Munition. Bisschen anders sieht es beim AMC-34YR aus. Der hat eine 47 mm SA-34 in der Kaliberlänge L30, aber die Munition ist jetzt auch nicht wirklich viel besser, weil er hat die MLE 1892G. Das ist zwar eine APHE, aber der hat auf 100 Meter bei 0 Grad ganze 26 mm Durchschlag. Also richtig gut. Nicht. Mal sehen, was diese Challenge bringt, wie sie wird. Und dann gehen wir mal rein in die Runden. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. So, dann fahren wir mal mit, man könnte fast sagen, der Pyramide durch die Gegend. Es ist aber auch ein Fahrzeug, ne? Guckt euch mal an, wie der arme Fahrer da drin sitzt. Er kriegt ja Rückenprobleme. Und natürlich fahren wir das Ding Full Ammo, ist klar. Die ganze Munition sitzt links und rechts vom Kommandanten-Richtschützen. Der arme Kerl. Naja, so, was haben wir eigentlich an Gun Depression? Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. 17 Grad Gun Depression, 3,2 Sekunden Reload. Ich habe mir auch absichtlich eine Ass-Crew drauf, eine Ass-Crew draufgepackt, weil ich mir dachte, mal gucken. Schauen wir mal. Amis, Russen, Briten, Japaner und Italiener. Gut, gegen Amis und Russen werden wir da wahrscheinlich nicht so ankommen. Außerdem ist es ein 2-0er-Matchup. Schauen wir mal. Ich glaube ja nicht, dass das großartig was wird. Wir sind auch gar nicht mal so schnell mit 24 Stundenkilometern. Aber Hauptsache, wir haben einen Stabi drin. Das ist ganz wichtig. Aber ist halt so ein, ne, so ein Schulterstabi. So, meine Artillerie hat gar nichts gebracht, so wie es aussieht. Okay. Liebe Fahrer. Jawohl, Gegner kaputt pieken. Ein Abschuss! Habe selbst abgeschossen. Oh, warte. Nächster Gegner, MG-Schütze. Okay, wow. Okay, wow. Hinten kommt der nächste. Oh, das ist ein Gegner. Jawohl, kritisch. Ja, 10 Schuss haben wir schon abgegeben. Oh, jawohl. Kommandant Richtschütze. Ich kriege ihn. Heute. Nein, geht doch weg. Schade. Ah, da hat es direkt die Munition zerlegt.
So, nehmen wir mal den H35. Mal sehen, was damit nicht geht. Auch hier Stabi drin. Und auch er hier gar nicht mal so schnell. Also ihr müsst aber wissen, ne, die Fahrzeuge sind alle ausgebaut. Ja, also... Abschlusshilfe. Das 6-2 macht hier einen guten Job. Was hat er hier? Für wie viel Gun Depression hat er hier? Auch 13 Grad, okay. Da drüben fahren welche. Der auch. Japaner. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ihr seht schon, das wird so richtig gar nichts. Okay. Man prallt sogar an einem BT5 ab. Es ist ein Highlight. Du kommst halt nirgendwo durch. Oh, Ladeschütze. Jetzt geht's ab. Wow. Ich glaube, so ein BT5, der freut sich mal, dass er mal was bounced. Ach, schade. Ich dachte, er würde weiterfahren. Ja, schön. Professionelles Moon-Verbrauchsschießen. Jawohl. Nicht. Ist halt so lächerlich, ne? Es ist halt einfach lächerlich. Jawohl, Fahrerrechtsschütze, so sieht's aus. Jawohl. Ha! Abschluss Nummer 3, läuft bei uns. Professionelles Gegner zerpieken. Jawohl, wieder schön nicht getroffen. Oh, Gleiskette. Oh, hallo. Richtschütze Getriebe, danke. Oh, da vorne der Fahrer. Jawohl. Gar nicht. Ah, da kommt wieder ein BT. Freunde. Achten. BT7 bekämpfe selbst. Oh shit. Bodenwelle. Oh, Abschlusshilfe, sehr gut. Aua. Wo ist er? Da vorne steht er. Ladeschütze. Oh, Kami. Au. Jetzt kommt hier der Nächste. Ist doch nicht euer Ernst. Alter, was der bouncen kann. Oh, Abschlusshilfe. Alter, was der bounced. Okay, wow. Bin ja nahezu begeistert. Das ist ein Panzer für Pro-Gamer. Nein! Au! Oh, Abschlusshilfe. Es wird immer besser. Ich bin... Guckt es euch an. So, jetzt steht aber trotzdem hier hinten ist noch einer langgefahren. Den habe ich da gerade fahren sehen. Da. Tetrag. Ah, schade. Jawohl, 5 Abschlusshilfen, 4 Abschlüsse. Wow, 3130 Punkte. Oh,
Ja, der ging durch. Und zwar ordentlich. Durch die dickste Stelle der Kanone, aber das macht nichts. So. Na, er wird hier wahrscheinlich gar nichts können. Es sei denn, wie viel. Na, er hat 50 Gramm TNT drin. Es kann eventuell vielleicht sein, dass durch das TNT ein bisschen Overpressure generiert wird. So, wie viel Gun Depression hat er? Auch 18 Grad. Hat aber schon wieder fast doppelt so langen Reload wie die anderen beiden. Fast. Also die anderen haben 3,2, er hat 6,2, also 3 Sekunden länger. Ja, schade. So, jetzt fangen wir gleich mal mit dem AMC 34YR an. Es ist wieder ein 2-0er-Gefecht. So, von der Kastenform hat er ein bisschen was vom Kami, finde ich. Auch er hier hat so einen Schulterstabi da. So, T28, du kannst schon eigentlich vorfahren, finde ich. Bist hier eigentlich mit der stärksten Panzer oder einer mit der stärksten Panzer. Oh Gott. Ja, man merkt halt den Reload hier, ne? Der Reload ist halt schon deutlich länger. Ja, wir werden hier ordentlich überrannt. Schön. Ah, blöde. Da machst du halt gar nichts mit dem Ding. Das ist noch schlimmer als die APCR-Schleuder. So, ich versuche mich mal hier irgendwo ein bisschen zu verstecken. Vielleicht hier an der Ecke da. Wenn ich mal hier die. Ich glaube, hinter mir ist was. Ja. Alter, die rapen uns jetzt hier aber auch richtig weg. Jawohl. Jawohl. Wir mal eben die Seite wechseln, oder? Das wäre natürlich ein Highlight. Warte mal, wo fährt er lang? Oh, nicht gut. Das war nicht gut.
glaube, es ist halt einfach einer in. Nein. Nein! Blöd! Geh weg! Ja, okay. Ich wollte ihm eigentlich die Kette ziehen. Aber so ziehst du dem natürlich nicht die Kette, wenn du daneben schießt. So, Team ist auch schon wieder komplett raus. Der Kommandant ist raus. Jawohl. Nein! Oh, jetzt ist meine Kanone kaputt. Na ja, gut, okay. Gegen den 15 cm machst du halt auch nichts. Der da oben steht. Der 15 cm steht da oben immer noch auf der Brücke. Oh, schade. Also da könntest du auch sagen, die könnten sie auch getrost aus dem Spiel entfernen. Ja. Na, was eine Abwechslung. Die Karte auch mal wieder. Es ist wieder 2-0. Komm, wir gehen mal wieder in den FCM 36 rein. Also, die könnten wirklich diese Fahrzeuge auf 1-0, also die drei rausnehmen. Aber dann hätte Frankreich nichts mehr auf dem BR. Aber das ernsthaft zu spielen, ist halt einfach nicht möglich. Also ich glaube, die erste Runde war auch reines Glück. Was hatten wir da für ein MG drin? 7,5 mm. Kriegst hier halt auch nur die leichten Panzer, also die richtig leicht gepanzerten Fahrzeuge kaputt. Ansonsten kannst du den Rest komplett knicken. Aber da fragt man sich, wer hat zum Beispiel bei den Franzosen damals gesagt, ja, so ein Panzer ist gut, das reicht. Auch mit der Kanone und mit dem Durchschlag, also da erschließt sich mir die Panzerdoktrin nicht, aber da ist wahrscheinlich noch viel aus dem Ersten Weltkrieg hängen geblieben. Zu der Zeit, könnte ich mir vorstellen.
Schon wirst du beschossen. Schuss kam von da hinten. Ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe. Da steht er. Oh, warte mal, da fährt auch einer durch. Da steht überall was im Weg rum. Da auch. Jawohl. Gut, von der Seite. Ja, von hier aus können wir ihn jetzt beschießen. Aber wahrscheinlich wird er da jetzt nicht mehr langkommen. Ach Gott. Ach, da hinten stehen sie. Schauen wir mal, ob wir gleich nochmal hier Artillerie drauflegen können. Wir können jetzt nur hoffen, dass wir es über die... Jetzt kommt er wieder. Dass wir es über die Artillerie geregelt kriegen. Und über die Seite, wenn sie hier lang kommen. Dass wir ihn in die Seite schießen können. Kein Durchschlag. Ja, vergiss es. Also wenn du sogar hier bei dem schon keinen Durchschlag in der Seite hast, wird es halt auch echt anstrengend. Oh. Ja. Weil ich mich gerade nach rechts gedreht habe. Mein Turm sich zu langsam dreht. Naja, gut. Probieren wir es nochmal mit ihm hier. T7 muss da irgendwo hier rechts, glaube ich, sein. Nee, da fährt er. Da. Nee, das ist was Japanisches. Aber rechts von mir höre ich auch was. Schütze es raus. Okay. Ach, jetzt kommt er schon wieder. Gut, machst du halt auch nichts, ne? Da machst du halt wirklich nichts. Du kommst da nirgendwo durch. Es ist so dumm.
Nicht mal an der Turmseite kommst du da durch. Das ist so schlecht. Ja. Also das ist halt... Und so dicht kommst du an die Gegner, oder müsstest die Gegner eigentlich in so dichten Facehug halt angreifen. Aber selbst dann kriegst du, glaube ich, arge Probleme. Beschossen. Ist er vielleicht doch nicht beschossen worden. Ja, mir ist auch so, als hätte ich da was gehört. Ja, da ist auf jeden Fall was ums Eck. Er pinkt ihn noch und fährt ihm rein. Muss man nicht verstehen, warum er das jetzt gemacht hat. Die Intention, die er hatte mit dem Ping, die war ja schon goldrichtig, aber warum er ihm dann jetzt trotzdem reingefahren ist, verstehe ich nicht. Er schließt sich mir nicht. Ach, da stand er. Ich habe ihn gerade gesehen in dem Moment. Aber bevor ich ihn dann beschießen konnte, war dann schon vorbei. Gut, dafür werde ich jetzt keine Gutscheine aufwenden. Also Leute, wie ich schon gesagt hatte, die drei Fahrzeuge, die verdienen auch wirklich, wirklich den Titel schlechteste Panzer im ganzen Spiel, also vor allen Dingen hier FCM 36 und H35. Wobei ich sagen muss, der H35 hat ja doch ein bisschen was weggebounced, aber trotzdem, mit der Bewaffnung kannst du das eigentlich vergessen. Das wird ja nicht mal in dem BR-Bereich, wo man mit den Dingern gematcht wird, richtig funktional. Also an sich, wenn ihr mit den Franzosen irgendwann anfangt, überspringt das am besten so schnell wie möglich. Beißt euch da durch. Ich weiß, ich habe mich damals noch, als die Franzosen eingeführt wurden, war ich schon Content Creator und habe mich dann halt eben tatsächlich zumindest durch diese richtig schlechten Fahrzeuge halt eben durchgekauft. Das war halt einfach ein Ding, wo du dir sagen musst, okay, nee, das geht halt eben einfach gar nicht. Das macht auch nicht so wirklich Spaß. Ich glaube, ihr habt das auch eben gerade gesehen. Und selbst wenn man, ich sag jetzt mal, ein halbwegs guter Spieler ist, man bekommt nicht alles wegkompensiert, weil ihr einfach mit der Kanone, selbst wenn ihr irgendwo auf Weakspots zielt, selbst auch von der Seite nicht mal irgendwie durchkommt. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, war ja so mehr oder weniger eine kleine Challenge, aber ihr wollt es halt eben auch einfach mal machen. Und falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.